Tölpel, ein Nussknacker. Trotzdem im Kindergarten gelesen. Ja? Trotzdem, ja. Ja, schön. Magst du aber nochmal hören? Okay, das war ich. Ja. Ich hab's eigentlich gekriegt, aber... Dann lese ich nochmal vor. In einem ordentlichen Haushalt wirft die Hausfrau am Ende eines Tages immer noch einen letzten prüfenden Blick in jedes Zimmer. So war es auch in dem Hause, in dem unsere Geschichte spielt. Als die Kinder schon in ihren Betten lagen und der Vater bei Freunden in der Nachbarschaft war, räumte die Mutter das Wohnzimmer auf und warf einige Nüsse, die noch auf dem Fußboden lagen, in die geräumige Schublade des großen Wohnzimmertisches. Dann warf sie den eisernen Nussknacker mit den scharfen Zähnen hinterher und schloss die Lade. Wieder ein Tag zu Ende, sagte sie aufatmend und ging in ihre Schlafkammer. Es wurde still im Wohnzimmer und es war still in der Schublade. Der Nussknacker ruhte sich von seiner anstrengenden Tätigkeit aus und die Nüsse dösten vor sich hin. Ganz hinten in der Ecke lag die dicke Walburga, die natürlich eine Walnuss war. Neben ihr lag ihre Schwester Waltraut. Sie standen beide von demselben Ast, daher waren sie Schwestern. Walburga stöhnte. Es sei, murmelte sie, wieder einmal ein anstrengender Abend gewesen. Beinahe wäre sie geknackt und gefressen worden. Im letzten Augenblick habe sie sich gerade noch zur Seite rollen können. Mich knackt so schnell keiner, piepste ihre Schwester Waltraut. Ich bin so klein, dass ich bestimmt als Letzte gegessen werde. Dann schwiegen die beiden, aber plötzlich horchten alle Nüsse erschrocken auf. Was ist das für ein Geräusch? Fragte Mausi, die Haselnuss. Der Nussknacker knirscht mit den Zähnen, erwiderte Mausis Cousine Susi, die von einem Nebenast abstammte. Die Nüsse lauschten. Und da war das Geräusch wieder. Kein Zweifel, dass der Nussknacker seine Zähne wetzte. Er räkelte sich und brummte in seinen eisernen Bart. Um 12 Uhr, wenn ich lebendig werde, knacke ich alle Nüsse in dieser Schublade zu Gruß und Mus. Es juckt mich jetzt schon in den Zähnen. Man kann sich vorstellen, wie die Nüsse mit diesen Worten zitterten. In 10 Minuten war es 12 Uhr. Dann würde der grässliche Nussknacker sie alle zerknacken. Ängstlich hörten sie auf das Ticken der Standuhr. Susi und Mausi schluchzten. Nur die Nusswalburga blieb ruhig wie immer und überlegte ebenso ruhig, wie man dem Nussknacker entkommen könne. Und ihr kam ein Gedanke. Schwestern, Cousinen und Haselnüsse, rief sie halblaut. Ich habe einen Einfall. Kommt etwas näher, damit uns der eiserne Alte nicht hört. Die Nüsse rollten, so gut es ihnen vor 12 Uhr möglich war, in Walburgas Ecke. Hier entwickelte die kluge Nuss ihren Plan. Wenn es 12 Uhr ist, sagte sie, wollen wir alle zusammen mit solcher Macht gegen das vordere Brett der Schublade, dass die Lade aufspringt. Die Nüsse jubelten. Ein glänzender Einfall, riefen sie. Aber Walburga rief, seid leise und hört mich erst zu Ende an. Wenn die Schublade offen ist, springen wir hinaus und verstecken uns in allen Ecken und Winkeln des Wohnzimmers. Verstanden? Ja, flüsterten die Haselnüsse und Walnüsse und rollten nach hinten, um einen möglichst großen Anlauf zu haben. Der Nussknacker merkte nichts von alledem. Er war alt und er hatte ein schlechtes Gehör, wie viele alte Leute. Er wartete darauf, dass es 12 Uhr würde und knirschte dann und wann gierig mit den Zähnen. Endlich war es soweit. Nur noch ein paar Sekunden bis 12 Uhr. Noch 3, noch 2, noch 1. Dann begann die Standuhr zu schlagen. So, knurrte der Nussknacker, jetzt geht's los. Öffnete gierig das Maul mit den scharfen Zähnen. Aber plötzlich lärmte, rollte und kullerte es links und rechts und über ihm, dass er nicht wusste, wie ihm geschah. Als er wieder zur Besinnung kam,
lag er ganz allein und immer noch recht verdattert in der Schublade. Die Nüsse aber, die die Lade geöffnet hatten und auf den Boden gesprungen waren, hüpften durchs Zimmer, suchten sich Verstecke aus und sangen obendrein ein Spottlied auf den bärbeißigen Alten. Alter Knacker, alter Racker, such uns, wir sind hier. Alle Nüsse fürchten Bisse, aber nicht von dir. Alle Nüsse fürchten Bisse, aber nicht von dir. Dann verbargen sich die Nüsse unter dem Sofa, unter dem Schrank, in der Standuhr, in Vasen, in Blumentöpfen und Gläsern, und es wurde wieder still. Verfluchtes Pack, brummte der Nussknacker, wo mag es stecken, wenn es wenigstens etwas heller wäre? Aber ich kriege die Bande schon, ich bin ein alter, erfahrener Nussknacker. Er sprang mit seinen zwei steifen Beinen hinunter auf den Fußboden und tappte unter das Sofa. Den beiden Haselnüssen Mausi und Susi, die dort unten hockten, wurde es nun doch etwas ängstlich ums Herz. Mausi schrie, da kommt er! Susi rief, ich höre ihn! Dann rollten die beiden davon. Der Nussknacker stolperte wütend hinterher, fing sie aber nicht, weil die beiden Kleinen viel schneller waren als er. Als der Alte jedoch an der Uhr vorbeistolperte, stieß er plötzlich auf die Walnuss Walburga, die rasch ins Gehäuse der Uhr sprang. »Hab ich dich!« brüllte der Nussknacker, raste hinter Walburga her und sprang durchs Glas mitten in die Standuhr hinein, die vor Schreck zwei tiefe Schläge tat. Die Nuss Walburga war inzwischen schon wieder herausgerollt, und nun bekam der eiserne Alte vom Pendel der erbosten Standuhr immerzu Ohrfeigen. Einmal links, einmal rechts, einmal rechts, einmal links. Er brüllte laut vor Wut und Schmerz auf. Er stand auf, er fiel wieder hin, er stand abermals auf und fiel wieder hin, und immer noch regnete es Ohrfeigen. Endlich gelang es ihm, mit vieler Mühe aus der Uhr herauszukommen. Er kletterte auf den Boden und schleppte sich mit dröhnendem Schädel auf den weichen Teppich, auf den er erschöpft niederfiel. Da freuten sich die Nüsse, lärmten und lachten über den tollpatschigen Nussknacker und sangen das Spottlied zum zweiten Mal. Alter Knacker, alter Racker, such uns, wir sind hier. Alle Nüsse fürchten Bisse, aber nicht von dir. Alle Nüsse fürchten Bisse, aber nicht von dir. Jetzt packte den scharfzähnigen Alten eine unvorstellbare Wut. Er raste blindlings überall hin, wo er ein Rollen oder Kichern hörte. Unter den Schrank, unter den Tisch, zur Nähmaschine und ans Fenster. Aber plötzlich, als er Walburga auf dem Sims vor dem offenen Fenster verfolgte, tat er einen Fehltritt und ehe er sich's versah, purzelte er kopfüber ins Freie und hinunter in den Garten. »Ich falle!« schrie er überflüssigerweise noch. Dann war er weg. Die Nüsse oben im Wohnzimmer sahen und hörten nichts mehr von ihm und tanzten einen Freudentanz. Gleich darauf schlug es 1 Uhr. Die Stunde, die Sachen lebendig werden lässt, war vorüber. Die rollende Gesellschaft wurde wieder zu Nüssen, die einzeln auf dem Fußboden herumlagen. Zufällig kam in diesem Augenblick der Vater heim und schaute noch einmal ins Wohnzimmer. Nanu, rief er erstaunt, eine offene Schublade und Nüsse auf dem Boden? Er sammelte die Nüsse ein und warf sie in die Lade, denn er war ein Mann, der die Ordnung liebte. Dann entdeckte er das Loch im Uhrglas, murmelte etwas von wilden Rangen und Ohrenlang ziehen, gähnte und verließ das Wohnzimmer. Wieder waren die Nüsse in der dunklen Lade allein. Sie rollten sich mühsam in die richtige Schlaflage, gähnten ebenfalls, wünschten sich eine gute Nacht und schon schliefen sie. Einer aber schlief nicht in dieser Nacht, der alte Nussknacker. Er lag im Garten auf der kalten Erde und jammerte. »Ich kriege mit Sicherheit die Rosteritis in dieser Feuchtigkeit«, seufzte er. »Im linken Bein beginnt es schon. Wäre ich doch ruhig in der Lade liegen geblieben. Das kommt davon, wenn man auf seine alten Tage noch leichtsinnig wird.« Bald darauf
kam der Sturm und heulte und sauste und der Regen kam und klatschte und prasselte. Nach wenigen Tagen war der Nussknacker verrostet und seine Zähne waren stumpf. Als der Vater ihn unter dem Fenster fand, warf er ihn auf den Müllhaufen. Dort liegt er heute noch und jammert von früh bis spät, denn die Rostaritis wird mit jedem Tage schlimmer. Über Tölpel, die Nussknacker.